Saugeil, ich fahre jetzt einfach los. Ich habe nur geguckt, was für eine Ernte drauf ist. Habe überhaupt nicht auf dem Status geguckt. Ja, moin. Also, oh, ich komme jetzt zu einem Feld, da ist gleich Wachstum drauf. Ist noch gar nicht fertig. Kaufe ich hier die 13 noch dazu. Stappenbach. Die Stappenbach 2020. Ja, lell. Hat er erstmal ein Feld gekauft. Und ist alles im Wachstum. Das ist okay. Das ist okay, ich kaufe noch ein Feld dazu. Kauf einfach die 13 noch dazu. Achso, Leertaste. Die 13 sah wenigstens so aus, wenn sie fertig ist. Boah, dann können wir hier wenigstens was machen. Sag mal, und auf der Stappenbach, eine Sache habe ich nicht verstanden, ne? Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe noch was. Ja, sehr cool. Eine Sache habe ich auf diesen Maps nicht verstanden. Oh, oder explizit auf der Stappenbach. Ich hatte mir vorher Nordfriesische Marsch angeguckt. Diese Felder hier. Für was? Ich meine, klar, das soll irgendwo Ambiente sein, ne? Irgendwo braucht man ja auch ein bisschen die Ambiente. Aber so generell? Generell ist das schon ein bisschen creepy. Beim diese Felder, glaube ich, kann man auch gar nicht richtig kaufen, ne? Oder diese Parzellen? Doch, könnte man. Aber was soll ich mit dieser Parzelle? Denn das hier sind doch Bäume. Die müsste ich doch theoretisch mit dem T-Rex fällen. Also für mich wäre das nicht mal irgendwie sinnvoll für die Forst. Ich meine, klar, hier könnte ich dann nachher irgendwie meine Destillerie aufstellen, aber wie gesagt, nicht mal für die Forst macht das Sinn. Meiner Meinung nach. Ja, ne? So, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt ein Feld, das hoffentlich auch fertig ist. Oder will das noch irgendwas? Erntereif, Gerste. Vielen Dank an meine Frau, dass sie mir Zeit gegeben hat, dass ich alles noch einfahren konnte. Lull. Ah, moin. Ich weiß gar nicht, müssen diese Kurse auf dem Server sein oder reicht das, wenn die lokal sind? Weil Autodrive, ich meine, Miss Arobo, wir waren neulich bei dir im Stream und haben da drüber ein bisschen gequatscht über den LS19. Mir immer für alle möglichen. Ah, okay. Ich habe nochmal übrigens auch mich um das Thema mit dem Epic Launcher gekümmert, ne? Scheinbar gibt's da. Bist du der Einzige oder dein Bruder der Einzige, der das Problem hat mit dem Epic Launcher, dass er keine Mods im LS19 verwenden kann? Die müssen auf dem Server sein. Okay, dann ziehst du noch auf den Server rauf. Das ist ja das geringste Problem. So. Und jetzt machen wir es uns erstmal einfach. Meine ich jedenfalls. Erstmal ein Drescher 11 klappen, ne? Hast du da noch hingekriegt? Drescher einschalten. Eingestellt werden. Verzieher. Und Feuer frei.
Ja, den intelligenten Helfer wollte ich eigentlich nochmal demnächst zusätzlich installieren. Weil der intelligente Helfer würde uns ja auch noch helfen. Was wir hier jetzt noch machen könnten, wäre, man könnte das Ganze noch über Curseplay machen. Den Helfer einstellen und dann lassen ihn abernten. Habe ich drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich mache erstmal diese Variante. Schön so ein bisschen mit diesem VCA rumspielen. VCA oder VAC, ich kann mir das immer nicht merken, wie der jetzt richtig heißt. Oh, scheiße. Ja, okay, dann haben wir auch gleich noch Strom. Stroh. Strom? Stroh. Stroh. Ja, Ballen kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist, wenn wir durch sind. Worauf ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, weiß ich nicht, ob Flo sich da vielleicht dann noch in Zukunft ein bisschen drum kümmern möchte. Ich persönlich habe aber keinen Bock auf Tiere, weil ich habe hier auch diese ganzen Mods für verschärfte Tiere, sag ich mal, drin. Also, dass das alles nicht so einfach ist, dieses Mais Plus und diesen ganzen Kram. Kenne ich mich selber aber noch nicht mit aus. Und ich habe damals, als der LS19 rauskam, habe ich auch nicht wirklich... Müssen anscheinend auf dem Server und dem Client liegen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Oh, das habe ich ja mit dem Stroh jetzt gerade richtig gut gemacht. Okay, jetzt gone. Das ist weg. Mit ihr alles täuscht. Stimmt, mit Strohablage. Ich hatte jetzt im Singleplayer immer ohne Stroh gespielt, aber kein Problem. Tiere ist ein Krampf, wieso? Also ich habe mich mit Tiere oder um Tiere habe ich mich halt nie wirklich im LS19 gekümmert, auch im 17er nicht. Im 19er kamen ja, glaube ich, die Pferde dazu. Und als der 19er rauskam, habe ich mir einmal so ein Pferd geholt und habe gesagt so, ja, das braucht mir ein bisschen zu viel Pflege, da habe ich irgendwie jetzt nicht so die Lust zu. So, und Schweine und Hühner und so weiter. Wir hatten den Server so eingestellt, dass der immer läuft und ach, die sind dann irgendwie alle gestorben und... So, diesmal warte ich hier aber, bis der Schwart hier liegt. Und dann baue ich mir hier erstmal irgendwie ein Vorgewende zusammen. Betonung liegt auf irgendwie. Ja, wir brauchen noch... Also, ich bin am überlegen, ob ich das Ganze bei YouTube noch hochlade. Aber dann brauchen wir jetzt noch einen Namen für das Projekt. Gibt ja schon, also jedes dieser Projekte braucht ja irgendwie einen Namen. Also, ne? Leute wollen halt, dass diese Projekte irgendwie immer einen Namen bekommen. Haut mal ein paar Vorschläge in den Chat. Los. Jetzt. Ich brauche einen Vorschlag, keine Ahnung. Weil die meisten Namen, die mir so durch den Kopf gegangen sind im Vorfeld, die gab's schon. Die gab es in der Vergangenheit oder die waren scheiße? Ja. Ich glaube, du musst da richtig Zeit investieren, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, was ich auch bisher so gelesen habe, in die ganzen Tiere, da musst du irgendwie richtig Zeit investieren. So gerade auch diese Pferde bringen ja wohl unglaublich viel Kohle, aber du musst so ein Pferd erstmal gescheit einreiten und dann musst du das über einen längeren Zeitraum reiten und verschiedene Sachen und jeden Tag mindestens einmal. Oh, nö. Lass mal. Holzmichel-Projekt, ja, als ob. Wir machen hier nicht mal Holz, also, ja. Ich werde hier bestimmt noch früher oder später Holz mitmachen, aber
Das ist nicht so mein Main-Ding, worüber ich so nachgedacht habe, was jetzt irgendwie cool wäre oder so. Ein Rentner. Ey, Rentner, ganz ehrlich, ich mit meinen 38 darf mich nicht beim Landwirtschaftssimulator Rentner nennen. Auf gar keinen Fall. Achso, die hätten Zeit dafür. Ja, richtig. Oder Vollzeit-YouTuber und Vollzeit-Streamer, die hätten Zeit dafür. Ja, ich wüsste keinen Namen. Keinen coolen. Keine Ahnung. Ich kann das ja auch nicht einfach Let's Play Landwirtschaftssimulator 2019 nennen. Das ist irgendwie, weiß nicht, das ist, namentlich ist das, videotiteltechnisch ist das ein bisschen zu schwach. Okay, wie schalte ich das eigentlich aus? Oh, schau mal den ganzen Drescher mal ab. Innere Kamerabewegung. Passend zum Lenkeinschlag automatisch mit aus. Was? Joystick, ja moin. Also ich weiß nicht mehr genau, ich glaube im 17er. Hab ich da eben gerade ausgeschaltet? Was ist denn mit dir? Nein, aus. Im 17er, als die Forstwirtschaft mit dazu kam, ich glaube, da waren wir dann mit 4 oder 5 Leuten für 2 Wochen irgendwie in einem Landwirtschaftsprojekt. Also im LS, ne? Auf dem Server. Warte. Nee, scheiße, ich hab nachher den. Ja, entweder Tribo Thunder oder Night Volo, aber dann eher, glaube ich, den Tribo Thunder. So, jetzt habe ich mir jetzt erstmal irgendwie ein Vorgewende zusammengebaut. Das muss ich mir auf der anderen Seite jetzt auch nochmal eben zusammenbauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man beim Landwirtschaftssimulator, wenn man das mal sucht, bei YouTube, die Menge, die Möglichkeit, oder die Menge an Videos, die einem vorgeschlagen werden und was da teilweise für einen Aufwand hintersteckt. Also ich habe was gesehen, was war denn das? LS Live oder irgendwie so? LS 19 Live, keine Ahnung. Das war so ein Roleplay-Projekt, richtig gut. Dann habe ich noch irgendwas gesehen bei diesem Nordrhein-TV. Alter Schwede, habe ich gedacht, so. Der steckt Arbeit und Liebe in seine Videos. Tibo Thunder, Night Volo. Fight Night, Alter. Okay. Nee, irgendwie nicht. Weißt du, und ich denke mir einfach nur so, die machen da einen Mordsaufwand und ich, was werde ich nachher machen? Ich werde mir nach dem Livestream irgendwann das VOD runterziehen, werde das in Adobe Premiere reinladen, mein Video, mein Intro reinladen, werde bei 15 Minuten oder 20 Minuten jedes Mal einen Cut setzen und das war's. Ich meine natürlich so Pinkelpausen oder Dinge, die da jetzt nicht so unbedingt reingehören, also die jetzt nicht zum Spiel relevant sind oder irgendwelche, sag mal, Auszeiten, die werde ich natürlich dann wie immer rauscutten, ne? Also wie auch bei Minecraft. Aber trotzdem, wo halt
absoluter Minimalaufwand, weißt du? Und andere Leute, Alter, die stecken da Zeit und Arbeit rein. Also, was die dafür auch teilweise für Aufrufzahlen und so weiter, wow, für Aufrufzahlen und so weiter bekommen, das ist schon mehr als gerechtfertigt. Wieso steht denn er jetzt so schief hier? Steuerung C, Shuttle Control aus. Ach, für die Seemaschine werde ich dann ja noch ein Dingens brauchen, ne? Ein Frontgewicht, glaube ich. Auch was sie eben generell aus dem Farming-Simulator gezaubert haben, finde ich persönlich richtig geil. Wie nennt sich das? Na, vorhin hatte ich es doch noch. FSL, Farming Simulator League. Also wirklich richtig geil. Anfangs habe ich die Regeln nicht so ganz verstanden. Hab mir dann den Cast von letzte Woche mal angeguckt, auf dem Giants-Kanal von Twitch. Alter, da geht das am Ende, das ist die Weltmeisterschaft, ja? Da geht es am Ende um 100.000 Euro. Ja, moin! Was ist das denn, ey? Weiß zwar nicht, wie die Preise da jetzt, oder wie das Preisgeld aufgestaffelt ist, aber... Mein 100.000, ja, das ist schon was, ne? Ja, und wir werden das Ganze wohl die meiste Zeit Echtzeit spielen, also... Ich will zusehen, dass wir hier nicht am Drücker rumdrücken und dass wir einfach das Ganze die ganze Zeit Echtzeit lassen. So, dann einmal abtanken bitte. Aber das mit hier, ich hatte am Anfang heute, als ich den Server nochmal schnell gestartet habe und nochmal ein bisschen nachträglich noch ein paar Sachen einrichten musste, ich hatte echt gedacht so, na, ob das so eine geile Idee ist mit Motor an, Motor aus, aber ich muss sagen, ich finde das richtig gut. Alleine diese Mods, ne? Vor allem, was wird da... Ich stelle mir die Frage im Moment, da ja der LS21 verschoben ist. Dafür ist ja im November ein Dingens geplant. Wie heißt der Kram? Irgendwo auf die Sprünge. Ein neues Add-on für irgendwie 20 Ditcher. Finde ich vollkommen in Ordnung. Was werden da noch für Möglichkeiten? Was werden da noch für Möglichkeiten rauskommen? Wenn da jetzt die Modder einfach mal noch mehr Zeit haben als sonst. Hier und, ne, Leute, wenn ihr vorhabt, euch das Spiel zu kaufen, dann wartet mal bitte noch mit dem Kauf. Ich habe mir neulich das Partnerprogramm von Giants angeguckt. Wartet mal einfach bitte noch. Vielleicht gibt es hier noch einen Rev-Link. Nachtskippen? Ja, klar. Das, ja. Ja, so Nachtskippen bin ich auch dafür. Also, absolut. Das bisschen Realismus, das gönne ich dem dann doch noch. Ich weiß zwar nicht, ob das funktioniert mit Nachtskippen, wie im Singleplayer, dass man einfach ins Bauernhaus reingeht und die Nachtskippt, weil es funktioniert ja zum Beispiel im Dingens nicht.